Von Wien aus fahre ich heute nach Gumpfortskirchen. Das ist ja nicht weit entfernt, 30 Kilometer mit dem Fahrrad eine Stunde. Ein sehr charmantes Dorf liegt in einer malerischen Landschaft. Das Dorf ist für seine ausgezeichneten Weine bekannt. Liegt südlich von Wien in einer Thermenregion. Eine lange Geschichte, die bis ins 11. Jahrhundert zurückreicht. Da gehe ich jetzt so mal in ein typisches Lokal rein. Das habe ich mir genauso auch vorgestellt. Geige, vielleicht Schrammelmusik. Das ist hier das Weinzentrum der Region. Ja, ist jetzt nicht so meine Stärke. Probiert habe ich natürlich. Aber was ich ganz schön fand hier, war die Musik. Weil die Landschaft hier rund um das Dorf ist geprägt von sanften Hügeln. Von diesen Weinlokalen gibt es ja hier einige in der Straße. Ich glaube, so richtig genießen kann man das hier erst am Abend. Das sind ja sehr malerische Gebäude. Sehr beliebt ist hier die Gegend von Wanderern und Radfahrern. Jeden lokalen Gläschen Wein hat man hinter sich. Ein beliebter Ort zum Entspannen ist hier der nahegelegene Kurgarten. Eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten von Gumpfortskirchen ist die spätgotische Kirche St. Michael. 15. Jahrhundert. Die Kirche hat sehr schöne Fresken. In dem Ort gibt es auch ein Heimatmuseum. Es gibt hier einige Thermalquellen. Ich glaube, die meisten Leute kommen wegen dem Wein. Im Sommer veranstaltet Gumpfortskirchen auch ein Weinfest. Wurde auch schon mal eine Fernsehserie gedreht. Ja, Leute, die sich vom hektischen Stadtleben erholen wollen, die sind ja genau richtig. Ja, ich glaube, das sollte eine Grille sein. Weinfelder, soweit das Auge reicht. Das ist das Deutsch-Ordensschloss. Heute ist das ein Seminarhotel. Bau von etwa um 1240. Dazu gehört auch die Kirche St. Michael. Fängt auch der Kreuzweg an. Jetzt setze ich mich wieder auf mein Rad und dann fahre ich wieder zurück nach Wien.
Macht es gut.